40 und dann noch plus das hier, das macht dann nochmal 65. Also können wir uns eigentlich so eine geile 65 machen. Ne? Also rein theoretisch bleibt noch was übrig. Aber bevor wir das machen, ne? Leute, ich will kurz etwas gucken. Ich glaube nämlich... Hoppla, wo sind die denn? Ach scheiße, ich hab's schon übersehen. Nehmen wir das hier alles mit da rein. Jetzt, warte. Ah, da seht ihr es euch mal an. Könntest du nämlich so ein geiles Laserschwert machen. Und es macht 21 Melee Damage, Leute, leider. 6% Critical Strike Chance. Fast Speed, Very Weak Knockback, Average Knockback. Ja, leider ist der Blood Butcherer viel besser als es hier mit. Macht einen mehr und Dingens hat auch leider bessere Stats. Schade, ich dachte mir, vielleicht mache ich es, aber ich mache es nicht. Es wäre cool gewesen. Schade. Gut, dann machen wir uns aber auf jeden Fall erstmal so eine geile Rüstung. Ja, ja, wir machen schon so eine ganze, wenn schon, ne? Wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Machen so geile Space Gun auf jeden Fall. Guck mal, wir hätten sogar noch genug für ein Dingens gehabt da. Ja, ziehen den Shit an. Ziehen den Shit aber aus. Haha. Und wir leuchten jetzt auch so geil, ne? Seht ihr das? Voll gut. Oh, die Hermes Boot sieht man aber. Wohl, das hat was. So, man muss ja nicht die Sachen sehen unbedingt, außer das Ding. Das sieht cool aus. So, über was redet er denn? Brimst, was willst du von mir, Junge? Halt mal deine Fresse. Ach, guck mal hier. Illegal Gun Parts. Ja. Naja. Brauchen wir noch, Leute. Brauchen wir noch. So, dann haben wir jetzt auch das hier. Obwohl, das macht Range Damage noch, deswegen sollten wir mal gucken. Denn das macht das hier nur. Boah, kann ich unendlich damit schießen, oder wie? Verstehe ich das jetzt? Der macht 23 Magic Damage. Das macht 16 Magic Damage. Hat das nicht davor ein bisschen mehr gemacht? Tatsache, 15 Magic Damage. Warte, warte, ich will gucken. 14. Tatsache, ja, siehst du mal, die Rüstung macht auf jeden Fall schon mal was aus, wie wir sehen. Geil. Ich dachte, das verbraucht Mana. Aber anscheinend nicht. Boah! Multikill. Ich würde sagen, cool, ja, Leute. Haben unseren ersten technologischen Fortschritt. Statt das Laserschwert haben wir dafür. Aber das jetzt, ne, wie ihr seht. Ich sagen muss, ich will eigentlich so einen kleinen Test machen, aber irgendwie spawnen keine Monster. Was soll denn die Scheiße? Komm schon, ihr geilen Monster. Spawns. Da. Ich teste es an diesem Monster, was stärker ist. 19 und 23. 18. 18. 18, 19, 19, 23. Also, ich würde schon sagen, eigentlich... Der Teil hier. Obwohl, ich glaube, 23 und 17 Range Damage. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht. 22. 25, ja gut. 25. Es kommt, glaube ich, auf den Typ an. Halt. Wir behalten erstmal beides. Würde ich sagen. Machen uns erstmal auch mehr Mana-Sterne. Wir haben ja ein bisschen was. Aua. Geil, Alter. Leute, damit könnten wir eigentlich mal das Eye of Cthulhu mal einen Besuch abstatten. Aber dafür brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Herzen, weil so gut sind wir jetzt wiederum auch nicht. So. Schade, ich hätte mir echt so gerne so ein Ding jetzt gemacht. Was passiert jetzt? Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas... Lol. Was ist das denn? What the fuck? The fuck you doing there, man? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hey, man. Well, you're not aging very gracefully. Guck mal, da unten, der kämpft. Ah, lassen wir die mal. Loch!
Shop. Was hast du denn für mich? Powder. Sunflower. Dirt Rot. Wow. Pumpkin. Bleibst du denn hier für immer, Schätzchen? Ja, natürlich bleibst du hier für immer. Das ist geil. So. Was macht denn? Ich würde schon gerne ausprobieren, was das jetzt macht, ne? Wow, hast du das gesehen, Junge? Ja, okay, das war wohl nur so zur Bespaßung anscheinend. Ja, ja, Pumpkins, die würden, glaube ich, noch irgendwann wichtig sein. Wir gucken mal. So. Wir sammeln erstmal den geilen Dingens auf mit der Space Gun. Okay, cool, die habe ich mir eigentlich nie früher gemacht, weil ich mir dachte, Junge, voll unnötig, ich habe ein Laserschwert, aber ist anscheinend richtig geil. Ja, habt ihr schön gemacht, Leute. Richtig schön den Jungen zerberstet. Ja, jetzt würde ich eigentlich sagen, Banner, increase damage and defense from the following. Chimera. Ah, dafür sind die Banner auch jetzt gut. Cool. Richtig geil. Ich würde sagen, wir gehen in die Tiefe und suchen nach ein paar Herzen für uns. Wupp, wupp. Ist unter Wasser auch noch funktioniert? Cool. So, wir leuchten jetzt nämlich so geil. Das ist ziemlich feier, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen jetzt die ganzen Höhlen nämlich nochmal erkunden, um es auf der Map nochmal markiert zu haben. Ist ja das so unnötig hier, ne, mit dem Teil. Habe ich eigentlich alles, was ich brauche? Ich hätte eigentlich mal ein paar Sachen wegpacken können. Meteor-Head-Banner, cool, können wir eigentlich auch mal platzieren. Frag mich, wann der Blutmond übrigens auch kommt. Boah, ne, Space Gun. Ich weiß doch gar nicht, wo ich lange ich überhaupt soll oder so, oder was ich machen soll überhaupt. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal überhaupt war im Untergrund. Ist schon ein bisschen her. Oder ist das gerade rotes Gel? Hab ich richtig gesehen? Ja, keine Ahnung. Geil. Jawohl. Ey, komm. Machen wir mal weg. Die Rüstung sieht mir zu cool aus dafür. Oh, ein bisschen Chimera. Kann ja nicht schaden, glaube ich. Nein! Nicht auf den drauf gehen! Ihr kleinen Wichser! Klein, ihr werdet hier büßen. Hey Kumpel. Thank you for freeing me, human. I was tied up and left here by the other goblins. You could say that we didn't get along very well. Junge, Alter. Reforge. Was ist denn Reforge? Ich lass es mal lieber. Rocket. Oh shit, Digga. Oh shit, Digga. Geil. Ja, Siege, Junge. Die Rocket Boots, die muss ich haben. Aber den Typen... Den lassen wir jetzt erstmal hier. Wo, jetzt können wir den oben... Wir lassen den erstmal hier. Ich glaube, der wird schon zurechtkommen. Der müsste eigentlich jetzt angreifen. Die haben den... Na, guck mal, der redet schon. Was machst du denn? Was bist du für einer? Oh, Junge, ich habe überhaupt keine Angst mehr vor diesen Spinnen, Junge. Die können ja nix. Ja. Boah, guck mal, Alter, da ist wieder dieses Disco-Spider ist wieder da. Boah, Alter, die Space Gun ist ja der Hammer, ey. Junge. Oh, hoppla. Ich sollte mal ein bisschen mehr auf meine Dingens achten. Ja, stimmt, wir waren ja hier unten. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen noch tiefer. Ich meine, was sollen wir denn hier noch? Machen wir kaum Damage jetzt wieder. 9 Damage ist nicht wirklich viel. So, dann gehen wir hier runter mal und gucken mal. Oh, das ist so blöd, dass ich die Map jetzt nicht mehr hab. Ja, das ist so doof. Hoppla, eigentlich wollte ich mir hier noch so Sternschnuppen machen. Na, hätten wir das auch erledigt. Stimmt, wir haben uns hier mal runtergebaut. Ich erinnere mich.
Verpiss dich, du Arsch. Stimmt, da unten waren wir auch schon. Hier unten haben wir, glaube ich, unser erstes Herz auch gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Wofür haben wir den Scheiß denn gecraftet, Leute? Oder nee, den haben wir gefunden. Den haben wir ja nicht umsonst gefunden, oder? Kann man auch mit noch geileren Kugeln ausrüsten, wenn man will. Man kann natürlich noch Chlorophyt-Kugeln machen, aber da die werde ich erst machen, wenn ich den wenn ich den Big Shark habe, oder wie man das auf Englisch nennt, ich weiß es ja nicht. Ach scheiße, hier ging es nicht lang. Ja, dann müssen wir erstmal jetzt gucken, ne, wo wir lang gehen. Ich nehme an, wir sind hier irgendwann hier lang gegangen irgendwie. Ich muss alles wieder rekonstruieren. Aufnahme habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich nicht dachte, dass die Map resettet wird. Dann hätte ich jetzt drauf geguckt. Ja, natürlich ist die leer. Warum sollte sie auch noch voll sein? Oh, das ist doch blöd! Wo fahren wir denn noch? Da oben vielleicht. Ja, oder wir bauen uns einfach selber jetzt mal runter. Ich meine, what the fuck, warum sollte ich jetzt noch meinen Gang suchen nochmal? Juhu, 48. So. Da oben war noch dieser andere Raum da. Aber ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal hier unten runter. Aber bevor wir das machen, brauche ich erstmal Fackeln. Und wo sind meine Fackeln? Wo sind meine Fackeln? Warum ist es so dunkel? Guck mal, hier ist direkt eine Höhle, siehst du mal. Aber sonst nichts drin, ne? Ja, alles klar. Können wir uns direkt wieder runterbauen. Wir brauchen nämlich mehr Herzen, Leute, mehr Herzen. Maximalleben in Terraria ist 500. Man kann seine Lebenskristallen halt verbessern, wie schon gesagt, halt mit bis auf 400 und dann noch mit Lebensfrüchten, die findet man im Dschungel nämlich, kann man sie auch nochmal verbessern. Oh Gott, das gefällt mir überhaupt nicht. Hihi. Kann ich denn das? Ach, kann ich nicht. Schade. Wäre lustig gewesen. So. Wir bauen uns einfach mal runter. Ich weiß, dass wir uns mal zu der Hölle schon durchgebaut haben. Das weiß ich. Wir waren schon bei Lava irgendwo. Ich finde aber den Gang nicht mehr. Deswegen. Leute, sorry. Wir bauen uns jetzt einfach mal runter. Hoffen darauf, dass wir irgendeine geile Höhle finden. Mit geilen Herzen drin, die wir brauchen. Ich hoffe, wir verschwinden wieder. Oder was auch immer das ist. Oh, guck mal hier, haben wir doch, was wir wollten. Mhm. Oh, da hinten leuchtet was. Das ist diese Leuchtwurzelsaat. Wir gehen erstmal da unten hin. Juhu! Was ist ein Herz da unten? Könnte das ist. Das ist Crimson oder Crimtainer oder wie auch immer. Ah! Ey! Alter! Warum macht der immer den Double Jump schon? Das ist so ein Wichser, ne? Guck mal, die Schnecke. Zack, tot. Das ist nur Topaz. Naja. Gucken wir mal, dass wir irgendwie mal uns da hinten durchbauen. Irgendwo zu der Höhle da. Da unten ist nämlich noch irgendwas, eine Höhle. Boah, hey, yo, Leute. Es ist gerade ziemlich warm hier bei uns. Ich muss noch kurz ertrinken, also heute.